Jetzt, wo wir den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel haben, können wir nun zurückgehen. Aber warte mal, was ist das hier eigentlich? Da hat dir wohl jemand eine Mail geschickt, Mario. Eine Mail? Aber ich habe doch nicht mal ein Handy. Zirk ich mal nach. Du findest deine Mails auch im Menü unter Mail Receiver. Es soll ja Leute geben, die Menüs mögen. Okay. Mail. You got Mail. Okay, ich vermute mal, dass wir diese Mail bekommen haben von Parker oder so. Offscreen eben. Von Professor Gumbart. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher so aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese geschrieben. Du solltest sie dann auch lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Berichte von den Sternjuwelen. Das war ein Selfie von ihm. Danke, Kollege. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Paper Mario The Thousand Year Door. So, wie gesagt, wir haben jetzt die beiden Schlüssel, deshalb hauen wir jetzt wieder ab. Den ganzen weiten Weg gehen wir wieder zurück. Ja! Ich meine, okay. Im Original, was heißt Original? Im ersten Teil, da gab es das auch. Original natürlich auch. Aber, ja, es ist halt, was es ist. Ne? Es ist okay. Bisschen zurückrennen. So lange ist jetzt der Weg auch nicht. Wir kriegen das hin. Ihr habt in der Zeit genug Zeit, um eure Gedanken zu sammeln, was wir gerade erlebt haben mit den Fuzzies vorhin. Das war auf jeden Fall etwas. Das kann ich auf jeden Fall so viel sagen. Das war einer der Momente aller Zeiten, kann man sagen so. Und ein neuer Mail vom Rat. Willkommen beim Rat. Hallo Mario, danke für deine Registrierung beim Rohlinger Auskunftsdienst, abgekürzt Rat. Okay. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Professor Gumbart. Freue dich auf regelmäßige Mails voll von wertvollen Infos. Herausgeber und Redaktion, Förderverein Rohlingen. Würdet ihr gerne in Rohlingen leben? Ich glaube, es wäre ein schöner Ort, oder? Naja, wie auch immer. So, Bürgermeister, wir haben... Achso, wir müssen mit ihm reden. So, irgendwann dachte ich gerade, ich müsste mit ihm reden. Nee, eigentlich nicht, und direkt abhauen. So, denn wir haben ja schon alles, was wir brauchen. Krummel. Ja, die lassen wir mal alle in Ruhe. Ich glaube... Mit denen ist auch nicht leicht Kirschen essen hier. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich die fragen soll. Also, gehen wir einfach weiter. Du. Wieder dieser... Dieser Dude. Mario, nicht wahr? Ich habe hier gewartet damit. Also, ich wollte nämlich erzählen, was... eigentlich... ich wollte... Darf ich bitte zusammen gegen Lockhart kämpfen? Was zum Mist? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Lockhart zu bekämpfen. Aber er ist nie mehr zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Lockhart gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Ja. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Mhm. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit. Bitte, Mario. Ah, ich habe schon diese Lady hinter mir. Und du bist einfach nur Cooper aus dem ersten Game. Nein. Was? Aber ganz sicher nicht? Auf keinen Fall, Bro. Sorry, nein, geht nicht. So ist es also. Aber ich gebe dich auf, auf gar keinen Fall. Falls du dir alles überlegst, spring mich einfach an, ja? Solange hüte ich das Dorf und bereite mich auf unser Abenteuer vor. Hey, nein, es war nur ein Witz. Nimmst du sie mit auf? Nein, doch nicht. Oh, was? Sicher nicht? Och Mann, ey. Ich wollte erstmal wissen, was Gumbrina davon hält. Das ist Kupio aus Blütenweiler. Ich glaube, im Englischen heißt er Kups. Er wartet hier darauf, dass du ihn auf deinen Reisen mitnimmst. Er ist vielleicht nicht der hellste, aber Mut scheint er halt zu haben. Oder zumindest versucht er es. Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, ihn mitzunehmen. Außerdem meint er es ernst. Komm schon, Mario. Ich mag ihn. Na gut, wenn du ihn sympathisch findest, dann nehmen wir ihn mit. Mhm. Ehrlich? Oh, danke Mario, oh, vielen, vielen Dank. Und damit gehört Kupio oder Kups, wie auch immer, zu unserem Team. Doch, was bietet er unserem Team eigentlich schon Neues? Also, erstens wurde er verprügelt von irgendwem, so ein bisschen so ein blaues Auge und die Nase so komplett, ja, bisschen so mit Pflaster überdeckt. Wir wollen gar nicht wissen, wie es da aussieht. Aber er folgt den Fähigkeiten. Drücke X, um ihn in seinen Panzer loszuschießen. So kann er dann mithilfe seines Panzers weit entfernte Items erreichen und Schalter aktivieren. Genau wie Cooper. Da. Plopp. Oh, er zieht ja aber wirklich mit, das ist cool.
Hältst du X gedrückt, bleibt er da, wo du ihn getreten hast. Oh, das ist neu. Lässt du X dann los, trifft Kupio Dinge, die hinter Mario sind. Versuche ihn auf einer Position zu halten und triff dann den Schalter hinter Mario. Okay. Ah, der geht auch zurück. Okay, nee, das ist cooler. Das ist viel cooler als Cooper. Du kannst Mario auch bewegen, während Cooper in seiner Position verharrt. So kannst du Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Ja, wir brauchen schon beim Bett. Okay. Und jetzt kann ich einfach mich wegbewegen. Blop. Nice. Oh yeah. Merkt dir, halt X und drück, damit Kupio auf seiner Position bleibt. Damit endet diese Einführung. Das kriege ich hin. Mhm. Let's go. Im Kampf wendet Kupio den Panzerschuss gegen einen Gegner am Boden. Oh, da trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Okay, ich sag's gleich wie immer. Willst du das Team ändern, drücke Plus und wähle die Option Team im Menü. Hi, danke für die Wirklichkeit. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Kupio! Hä? Warte mal, ist das deine Freundin, oder? Kupi? Hast du uns zugehört? Kupio, du willst du wirklich gegen Logan kämpfen? Aber das ist doch... Du bist doch nur ein Träger, kleiner Koopa. Und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Das ist Wahnsinn! Nein, das ist hier Rohlingen. Nein, Kupi, ich werde ein echter Mann. Auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann? Ach was! Dafür musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschleppt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Kupio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nun mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen. Mario schließt sich bei mir. Kupio! Backe! So minus eins. Kupin, bitte. Ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also Mario, auf zu Logansburg. Oh yes. Wir machen dich zu einem männlichen Mann. Kein Problem. Da bist du bei Mario an der richtigen Adresse. Apropos Adresse. Jemand hat dir gerade eine Mail geschickt. Von Professor Gumbart. Hilfreiche Knöpfe. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher immer noch aufregend. Mir fiel noch etwas ein, das ich dir noch schreiben wollte. Gumbrina unterstützt dich ja mit großer Begeisterung. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du im Laufe deiner Reise und Abenteuer noch weitere Mitschreiter um dich versammeln wirst. Dann wird es für dich hilfreich sein, schnell und einfach die Mitschreiter an deiner Seite austauschen zu können. Also pass auf. Halte L gedrückt, um den Teamring einzublenden. Nehmen wir mal einmal an, du steckst in der Klemme und weißt nicht mehr weiter. Dann nur keine Panik. Atme tief durch, wechsel die Mitschreiter und probiere etwas herum. Vielleicht kommt dir dann ja ein Geistesblitz und es geht voran. Noch ein Tipp. Wahrscheinlich öffnest du das Menü üblicherweise, indem du Plus oder Minus drückst, richtig? Dann solltest du mal wissen, dass du mit den Pfeiltasten direkt zu bestimmten Bereichen im Menü springen kannst. Also nicht Pfeiltasten, sondern Schaltkreuze. Genau. Praktisch, nicht wahr? Merke das, dann kannst du wertvolle Zeit sparen. Pass gut auf dich auf. Viel Glück. Okay. Mit L gedrückt halten kann ich das Ring holen. Das ist neu. Normalerweise gibt es nämlich ein Menü, wie hier. Aber jetzt kann man es auch viel schneller machen. Habe ich nichts gegen. Kupio möchte stark werden, um Kupin zu beeindrucken. Okay. Blub, 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 blub. Ich weiß nicht warum, ich habe die ganze Zeit Spaß, gegen die Dinger zu hauen. Aber okay, dann machen wir unser Abenteuer nun mal weiter. Und ich denke, da wir jetzt hier mit dem Weg durch sind, können wir die ganzen Gumbas eigentlich auch skippen. Ach, warte mal, wenn wir schon mal hier sind... Wir haben ja jetzt Kupio oder auch Koops, wie auch immer, dabei. Das bedeutet, dass er mir doch bestimmt helfen kann, daran zu kommen, oder? Wir setzen ihn ein X. Ja, X, okay. So, Herr Orden, Herzideinorden! Marius KP regenerieren sich. Ich kann nicht reden. Regenerieren sich langsam und pro Zug unterschiedlich stark. Okay, das klingt eigentlich sehr, sehr geil. Das will ich auf jeden Fall ausrüsten, kostet aber dafür 2 OP. Tun wir mal das weg und den Power. So. Mal schauen, wie das so ankommt. Ich mach's aber auf jeden Fall. Und ich will noch wissen, was hier in dem Block drin ist. Aber die Gegner lassen mich nicht schauen. Jetzt können wir mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir flüchten wollen. Spam. Okay. Das scheint hier aber viel besser zu funktionieren als im 64-Teil. Hä? Verliert ja gar nichts. Also normalerweise verliert man da Münzen. Oder zumindest lässt Mario dann Münzen liegen. Tut aber gerade nicht. Okay, sag ich nein zu.
Weiß ich, vielleicht ist es irgendwie ein Unterschied bei einem 100%igen Escape. Bin mir da nicht sicher. Aber hey. Ist auch egal. Wir wollen jetzt zum Hintergrund, zu dem Schloss. Also macht mir die Röhre ja auf, denn das ist sicherlich keine Papier- oder Steinröhre, die ist bestimmt echt. Habe ich recht? Habe ich recht? Dieser Weg führt zur Burg der schrecklichen Logard. Lass alle Hoffnung fahren. Und willst du doch zur Burg? So drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. PS, Koopas aus Blütenweiler haben hier sicher keine Probleme. Mhm. Verstehe. Okay. Ich muss gedrückt halten, er lässt mich aber nicht. Ja, ich könnte das so machen. Juhu! Bam! Gleichzeitig erwischt. Wie wir uns so umdrehen. Finde ich lustig. Ich bin nur so gehypt. Ich kann nicht richtig reden, Mann. Ich freue mich einfach richtig auf das Spiel. Das macht ja auch bisher ziemlich Bock. Okay, aber was sagt eigentlich Gumbrina dazu? Das ist das Feuertal! Achso, nee, das ist das Gleiche. Schade, ich dachte, sie hätte mal was anderes, wertvolleres zu sagen. Unfassbar. Aber hey, wenn mich das Spiel nach links laufen lassen kann, dann müssen die mir doch ja auch irgendwas geben. Hier ist nichts. Wieso kann ich hier lang? Hier ist auch noch nicht mal was. Yahoo, waha! Ich könnte das den ganzen Tag machen. Yahoo! Okay, aber jetzt da rein da. Warte mal, Mario ist fast so groß wie der Eingang. Aber hier ist es auf einmal viel größer. Der Eingang zur Logardsburg, dort ist ein Speicherblock. Vielleicht sollten wir ihn zur Sicherheit mal benutzen. Wäre keine schlechte Idee. Ich tu das mal. Blim! Oben oder rechts? Ich sag oben. Okay, hier ist ein Heilblock. Wir sitzen gerade aus. Wie sehe ich das? Nein. Nein. Ah, mit R. Ja, ist okay. Ich brauche noch keine Heilung unbedingt. So. Schaut euch Logardsburg einmal an. Sieht richtig schick aus. Und wie scheint, sind wir auch hier richtig rausgekommen. Das ist also Logardsburg. Buh, tatsächlich, da kriegt man schon weiche Knie, Mann. Ja. Das kann mal passieren. Ich kann das immer noch nicht. Das Action-Kommando kann ich, aber das kann ich nicht. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Ah, wir werden gefressen von dem Piranha-Kettenhund, aber... okay. Au. Aber wir sterben nicht. Kann ich da nicht rüber? Doch, ich kann da rüber. Und du kannst mir das auch holen, oder? Ja, KP Plus Orden erhöht Marios Gesamt-KP um 5. So krasse Orden kriegt man am Anfang des Spiels schon? Ja, okay, der kostet 3, aber wisst ihr was? Den nehme ich direkt rein. Das ist ja endkrass. Also wirklich. Ho! Ho! Okay, jedes Mal, wenn ich den Flug nicht schaffe, muss ich hier wieder den ganzen Weg neu machen. Das ist ziemlich blöd. Ja, und wisst ihr was? Ich werde es jetzt tun. Ich werde mich heilen. Aber... Hallo, Spiel! Was zur Hölle, Mann? Aber nicht am Block, sondern an unserem Item. Muss ich noch mit dem Menü zurechtfinden. So. Kurz die Energie aus dem Pilz gesaugt. Und wir versuchen es erneut. Ich kann das nicht. Mann! Was sollen wir denn da machen? Ja, toll. Ja, super. Okay, ich glaube, ich schneide euch das, bis ich es irgendwann habe. Weil das könnte tatsächlich jetzt noch ein bisschen dauern. Ein paar mehr Versuche. Komm schon!
Ach man, komm schon! Ach komm, wenn wir nach unten gucken. Ja, ja. Nein, nein! Ich sitze jetzt legit schon 10 Minuten oder so nonstop dran. Soll man das machen? Ach komm. Sag mir jetzt nicht. Was? Oh mein Gott. Ich sag die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich hier gerade 20 Minuten versucht habe, da hochzukommen, weil ich hatte die Welt abgeschlossen. Ich habe aus reinem Zufall gerade die Idee gehabt, vielleicht ist ja die Tür unten auf. Und das ist sie sogar. Ach Mann, ach Spiel, come on! Was soll der Shit? Ah, okay. Dann machen wir halt weiter. Das ist nur der Rückweg. Ich glaube, ich spinne. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich auf mich sauer sein soll oder auf das Spiel. Irgendwie 50-50 gerade. Das Spiel hätte es mir wirklich klar machen können. Aber ich hätte auch mal versuchen können, was anderes auszuprobieren. Das hätte ich versuchen können. Und das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich Gumbrina drin habe, nicht Kupio. Hey, übrigens, ist die Musik hier nicht anders? Ich glaube schon. Doch, die Musik klingt anders. Okay, Powerpanzer, der greift nämlich alle. Hä? Okay. Das war anders, als ich es gewohnt bin. Na gut, der ist schon mal down. Und ja, ich habe jetzt super viele Leben natürlich verloren, weil ich ab und zu auch leider mal ins Wasser gefallen bin. Meine komplette Laune ist jetzt leider darunter. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Ich hoffe, dass sie gleich wiederkommen. Mach nur einen Schaden. Ja, okay, gut, verstehe. Weil ich den erstmal umkippen muss, ja. Doof. Ich hoffe, ihr konntet lachen. Ich hoffe, euch hat zumindest unterhalten. Irgendwie. Na gut. Die Musik geht ja aber richtig ab, ne? Die Musik ist ja richtig episch. Ah, daneben. Aber das macht trotzdem einen Schaden. Dann ist gut. Dann ist gut! Bam! Ich habe leider gar keine Ahnung, wie lang die Folge ist, deshalb muss ich ein bisschen improvisieren hier. Aber das wird schon klappen. Na? Na? Das sind übrigens die toten Goomba, nicht Goomba, Scoopers. Also so gesehen, knochentrocken. Und ja, ich weiß, es läuft halt nicht so gut. Aber wir kriegen das hin. Ich habe noch ein paar Feuerblumen und wisst ihr was? Ich werde jetzt auch einsetzen. Vor allem, weil wir so viele haben,
und die Gegner nerven. Und die so sehr nerven, dass ich meinen Controller aus auf den Boden schmeiße. Oh, Moment. Oh Mann, ey. Ich komm immer noch nicht drauf klar, was gerade passiert ist. Ich komme da einfach immer nicht drauf klar. Das Timing ist super weird mit Kupio. Weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aua. Hey, warte mal, den haben wir gar nicht gescannt. Ja, nee, den haben wir wirklich nicht gescannt. Das ist nämlich ein Paracooper. Ich dachte, gegen die hatten wir schon mal gekämpft. Haben wir aber nicht. Ja, genau, das ist ein Paracooper. Kurz gesagt sind Paracoopers geflügelte Koopas. 4 KP, 2 Angriffe, 1 Verteidigung. Die Luftangriffe sind fies. Springst du aber auf sie, stürzen sie ab und werden zu normalen Koopas. Wenn du dann noch einmal auf sie springst, sind sie vollkommen hilflos. Also merkt ihr, Paracoopers besiegst du am leichtesten mit gezielten Sprüngen. Verstanden, Miss. Aber, gut, dass da sie angegriffen hat, nicht mich. Das kann man auch nicht wirklich so gut erkennen, ne? Egal, bam. Fall zu Boden und geht down. Er lebt noch? Das ändern wir. Flop. Yeah. Good job. Alle miteinander. Und wir kriegen den Power Downs Orden. Endlich. Mario springt auf den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Ah, der gute alte Power Downs. Haben wir eigentlich noch ein... Ja, wir haben noch einen Pilz. Nehme ich ihn direkt mal. Sehr, sehr gut. Schmeckt. Passt. Bin zufrieden. Will ich gegen den? Nee. Nee, eigentlich nicht. Muss nicht sein. Das muss auch nicht sein, dass hier überall Leichen rumliegen. Was soll denn der Blödsinn? Was gibt's denn, Kupio? Na. Hey, schau mal. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater. Ganz bestimmt. Vater! Aber, Mario, mein Vater hatte noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Alter, das ist die Leiche von seinem Vater. Der ist ja alleine hier schon hingegangen. Er hat es wohl leider nicht geschafft gegen Logard. Ja, lesen wir den Brief. Oh gut, dann lassen wir uns lesen. Ich wollte gegen Logard kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logard einen Schwachpunkt hat. Die schreckliche Logard fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Ein Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Logard zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Logard ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lass dich im Kampf nicht überlisten, verlass dich auf deinen Instinkt. Mich verlässt die Kraft, so beende ich diesen Brief. Mit einem Gruß an meinen Sohn, Colorado. Ich werde dich immer lieben. Colorado? Du willst mir sagen, er ist mit dem Archäologen verwandt? Nanu? Colorado? Nicht Kupio? Anscheinend war das doch nicht mein Vater. Oha, aber der von Colorado. Oh, damn. Ob die Knochen da drüben wohl die Knochen von meinem Vater sind? Welche da drüben? Können dagegenhauen. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Kupios Vater? Das ist doch unmöglich. Ja, das war auch nicht Kupios Vater. Was ist ein Orden? Ich will da ran. Aber welche Leiche meint er denn? Die hier? Die pinke? Diese Burg zu betreten zeigt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Doch ja, und der muss an dieser Stelle enden. So hört den Ruf der Gruft und stirbt. Was zur Hölle? So viele hat er schon auf dem Gewissen? Was soll das? Ich gehe, die drängen uns zurück. Mario, was soll man tun? Weg mit euch! Verschwendet! Hör auf! Um mir rumzuknabbern! Ich schmecke nicht! Ich bin wie ein vergammeltes Kaugummi! Lasst mich in Ruhe! Bitte! Oh mein Gott! Er war's! Der hat die Schweine hergerufen! Wie die jetzt alle im Publikum sind. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen scannen. Was haben wir denn hier vor uns? Gombriner. Das ist ein Knochen-Cooper.
Also nicht knochentrocken, sondern wirklich Knochen-Koopas. Wie auch der Name sagt, ein etwas verknöcherter Koopa. Ein KP, zwei Angriff, eine Verteidigung. Diese Biester werfen mit Knochen und reproduzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du solltest in einem Zug so viele wie möglich von ihnen erledigen. Verstehe. Ja, jetzt wäre dieser eine Jump vom Vorteil gewesen, wo ich alle auf einmal anspringen. Den habe ich leider nicht dabei. Also soll der Hammer das lösen. Okay. Sehr gut. Schau mal, wie lange das Konter anhält. Das sind richtig viele Frames. Oh, Mist. Okay, super. Das passt schon, das kriegen wir hin. Wir scannen noch mal einmal kurz den Herrn Kollegen hier. Ein roter Knochen-Koopa. Irgendwie gruselig, so ganz in Rot. 5 KP, 3 Angriff, 1 Verteidigung. Ein ziemlich starker Angriff. Und auch wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Vielleicht sollst du erstmal die anderen Knochen-Koopas ausschalten? Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft der rote Knochen-Koopa Verstärkung. Oh oh. Klingt nicht so gut. Ja, wir haben Bingo! Volle KP! Dadurch, dass wir halt 3 Pilze getroffen haben. Geil, danke, Mann. So, und ich danke auch für diese Feuerblume, dass sie euch auslöscht. Ihr brennt. Brennt nieder. Leider keine Feuerschwäche. Okay, noch ruft er niemanden. Schnell angreifen. Bevor er sich anders überlegt. Keinen Schaden? Keinen Schaden? Das kann nicht sein. Oh, ein Damage. Einen Damage. Oh, das ist mies. Aber ruft niemanden. Okay, okay. Dann wechseln wir. Kannst du sowieso nichts ausrichten, Gumbrina? Mario meinte es ernst. Oh yeah, so viel XP. Da bin ich dabei. Sehr schön. Und weh, wacht nochmal auf. Standen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt da rein? In die Zelle. Der eine Weg da links leuchtet, ist so doll wie die anderen, aber ich kann da nicht durch. Also ich bin so ein Papier dünn, aber nee, das funktioniert nicht. Na gut, der ist echt. Die anderen sind alles nur Knochen, aber hier scheint eine Seele oder so drin zu leben. Gruselig. Aber gut, Kupio wird sie alle mit einer Technik auslöschen. Bam! Boah, boah! Und dann gleich 12 XP, dafür, dass ich nur 3 BP aufgebaut habe? Das ist krass. Also der Unterschied von Experience Points hier zum ersten Teil, der ist schon riesig. Und schaut mal, eine Insignie! Insignie der Sonne, ein seltenes Objekt. Welche Kraft mag es wohl haben? Ich weiß es nicht. Aber geil, wir haben unsere erste Insignie. Na, schade. Kein Damage. Na gut, Kupio, du weißt, was zu tun ist. Okay. Die 10 XP nehmen wir mit. 9. Okay, die geben 3. Das ist schon einiges. Bin positiv überrascht. Wie gut das vor allem auch hier läuft. Da oben ist ein Schlüssel. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir da rankommen. Was ist denn hier unten? Bleib. Blöp. Nein, der will nicht. Verstehe. Nee. Okay, er kann kurz in der Luft chillen. Auch sehr gut. So, X gedrückt halten und dann mit A nach oben springen und los. Jup. Was haben wir denn hier? Was haben denn wir hier? Ein Splitter. Und das wieder unten. Pass mal, aber das können wir doch bestimmt da kaputt hauen, oder? Moment, zack. Ich glaube, wenn ich da von oben drauf runterfalle auf diese Steinblöcke, kann ich bestimmt rüberspringen, oder? Oh, braucht das gar nicht einmal. Ich kann einfach so drüber. Lol. Okay. Jetzt den da aktivieren. Der geht nach oben. Mhm. Und jetzt kommen wir doch hier easy an den Schalter dran. Bam!
Und die Treppe? Die hat kurz das Blatt gewendet. Wenn's ihr gefällt. Und der Buchschlüssel in Rot gehört nun uns. Aber irgendwie möchte ich jetzt noch wissen, was passiert, wenn wir mit dem gelben Block mit nach oben fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch irgendwas bewirken könnte. Geht das nicht? So vielleicht? Ja. Aus irgendeinem Grund kann Kupio einfach in der Luft chillen. Aber an der Wand will er nicht chillen. Das ist ihm dann zu viel. Das mag er nicht. Warum auch immer. Flap! Kriegst du das hin? Nee. Ja! Oh Gott. Gott sei Dank. Wow. Schon der zweite hier. Okay, das läuft sehr, sehr gut. Von den Sternsplittern her. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Okay. Dann auf geht's. Hier hinein. Drip. Oh Gott. Die Turmtreppe. Was hast du zu sagen? Er scheint, hätte Logan das Sternjuwel. Gehen wir weiter. Achso, nee, das ist nur, was wir machen müssen. Aber was sagst du dazu hier? Okay, das ist offensichtlich das Treppenhaus. Ich frage mich nur, wer diese Burg gebaut haben mag. Ist das nicht interessant? Schon. Aber beim nächsten Mal werden wir es... Okay, wir werden es nicht herausfinden. Aber beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall gegen Logat ankämpfen. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit von ihr entfernt. Ich muss mir erstmal holen gehen vom Papierflugzeug. Und ja, bis zum nächsten Mal.